3, 2, 1, hallo und herzlich willkommen zu einer etwas spezielleren Folge Hearthstone mit dem Dustin. Achso, ja, hallo! Ja, und es gibt heute ein Best of 3, also eigentlich 2 Siege für mich. Naja. Und ja. Der Patrick vernichten, wir sagen es so. Jeder sucht sich ein Deck aus und mit diesem Deck spielt er jede Runde. Und wer Best of 3 gewinnt, darf den anderen was ins Gesicht klatschen. Genau. Also es müssen einzige Ausnahme, es müssen Lebensmittel sein. Hm. Und also nicht irgendwie ein Brett voller Messer oder so, wenn natürlich ein bisschen hart. Like a saw. Wenn du das Spiel verlierst, bist du tot. Ja. Nee, müssen Lebensmittel sein und ansonsten, Nee, sonst nix, ne? Die Frage ist, muss es ins Gesicht geklatscht werden oder kann man auch was reinschmieren? Deck gegen Deck. Also ich habe mein spezielles Deck, sagt, das ist ganz gut. Er hat sein spezielles Deck und sagt, erst ist es ganz gut. Also ich habe meins komplett abgeneuert. Ich habe meins komplett geneuert deshalb. Und jetzt nochmal kurze Frage. Ins Gesicht schmieren Sachen so... Ja, was heißt Flüssigkeit, aber so Joghurt und so eine Teller und so eine Scheiße, da dürftest du auch ins Gesicht schmieren oder sagen wir wirklich was ins Gesicht klatschen? Ja, du kannst auch ins Gesicht... Nee, ich würde sagen, ins Gesicht klatschen. Alles also musst du ja nicht irgendwie feste was da draufhauen, weil tut ja dann wirklich weh, alles sondern klar. Einfach so ins Gesicht, waff. Ja, alles klar, gut. Ja, damit war das regelmäßig klar. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ich will mein Deck. Du kannst natürlich auch ins Gesicht... Klingt jetzt ein bisschen zweideutig, aber ja, ich sage es jetzt, spritzen. Sagen ja, klar. Sagen wir mal Schokosoße. Ja, Ketchup, Mayo oder so eine Kacke, klar, kannst du auch spritzen, logischerweise. Gut, wenn du Nutella und so was machst, nimmst du einen Toast, schmierst halt da drauf und klatscht halt ins Gesicht, auch nicht schlimm, ne? Ja, genau. Damit du schon mal wisst, wie das ist. Oh, sexy. Die kommt weg. So, dann gucken wir mal, der bessere ist hier. Oh, Leute, das ist schon mal geil. Das ist schon mal geil. Ich werde natürlich nicht sagen, worauf ich mich ein bisschen spezialisiert habe. Aber ich kann euch zeigen, da so ein bisschen. Und dann noch ein paar Schmankerl habe ich. So. Das werden wir ja sehen. Ah, ich warte ab. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Karten kommen bei Hearthstone. Das ist natürlich auch wichtig, aber ich denke mal, ja, das wird klar. Das Riesenproblem sein. Deswegen ja auch 3 Spiele. Zack. Und da habe ich einen Snappy bekommen. Ein Snappy. Ja, natürlich versuche ich jetzt... Kann sein, dass ich bei mir meine Runden ein bisschen länger dauern, weil ich mich natürlich konzentrieren werde. Damit hier alles vernünftig abläuft. Und Patrick verliert. Ja, ja. Wie gesagt, das werden wir noch sehen. So. So, wir setzen dann. So, ich kann dir schon mal sagen, ich weiß nicht, wie gut das bei deinem Handy läuft, aber die Hearthstone-App ist eigentlich ziemlich fett. Ja? Das leckt zwar ein bisschen im Hauptmenü, bis leckt das zwar krass, weil das Internet so eine ganze Kacke hat. Oh, du levelst sogar meinen Murdoch mit. Boah, vielen Dank. Das ist mein Murdoch mit Levels. Tja. Und Dingens halt, da habe ich meine gewerteten Runden, habe ich damit gezockt halt. Ah, okay. Ja. Dann. Ja, mein Paller sagt schon das Richtige. Spielt das und spielt das. D
Dem greife ich den an. Und dann greife ich so. Wo bleiben meine ganzen guten Karten? Mann, Mann, Mann. Okay. Ich hab schon recht gute. Schwarz kostet einfach weniger für jeden. Was? Jeden Angriff. Okay. Ja, das war gut gespielt. So. Das einmal mit meiner etwas kleineren Waffe hast du schon mal besiegt. Das kann ich dir schon mal voraussagen. Ja. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich setze die. Dann setze ich die. Chance von 50% an diese Waffe. Was? Chance von 50% einen anderen Feind anzugreifen, okay. Was das bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mit dem jede. Ich hätte gedacht, dass ich dann irgendwie bei meiner Runde, dass ich dann 50-50 Chance habe, ob ich angreifen kann mit dem oder nicht. Aber es ist nicht so. Also ich kann immer angreifen mit dem. Deswegen weiß ich jetzt irgendwie nicht genau, was das bedeutet. Aber irgendwie feiere ich die Karte voll. Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht. Wenn ihr hört wisst, Kommentarfunktion ist bereit. Jo. Schreibt da rein. Auch wie euch solche Challenges gefallen. Ach, die Karte, Wächter der Könige. Die ist ganz nett. Ah, ich glaube, das ist, wenn ich jetzt drei Diener, sag ich mal, habe ich da stehen. Du greifst mit der Karte einen Diener an und dann hast du die Chance, also bei 50% kann es sein, dass dein anderen Diener angreift. Ja, deswegen. Habe ich nämlich gerade, weil ich habe nämlich auf dich eigentlich gezielt, weißt du? Ja. Ich habe dich ja angegriffen und ich wundere mich, warum greift der jetzt den anderen an? Ja. Ist egal. Deswegen ist das so. Ich spiele so. Boah, ich muss jetzt jeden Zug gut durchdenken, ne? Und ich greife da, ja, okay. Jetzt greift er auch rein an. Weil 50% schon echt hoch ist. Ja, deswegen, ja, ne? So. Spiel ich so. Ey, ich hab hier drauf gedrückt. Jetzt brauche ich verdammte Kartenglück, ey. Der Forstwolf-Clan ist bereit. Okay. Melde mich zum Dienst. Autschi. Vier, neun, 13, 20, 21. Das ist scheiße, ich muss erstmal das machen. So. Jetzt sind das nämlich nur noch 11 Schaden. Boah, ich hab grad Scheiße auf Hand, ne? Aber die Karten liegen bei dir. Ja, geil. Ja. Autsch. Nächste Runde bin ich platt.
Ich hab gesagt, mein Deck ist mega. Die erste Runde willst du gewinnen. Also, obwohl, ich sag mal so, ich hab's auch schon geschafft mit einem Leben und wo der andere noch 12 hatte, den noch platt zu machen. Das ist schon... Ja klar, die Chance ist da, aber... Es ist schon mega heavy. So, jetzt machen wir erstmal den hier. Ja, Schaf oder sowas. Ach, ne, den. Demut. Dann, na, die Karte lohnt sich jetzt eigentlich nicht, aber gib einen Fick drauf, du bist eh spätestens übernächste Runde tot. Die erste Runde geht hundertprozentig an dich. Jetzt läuft er sich schön nochmal hoch. Kurz überlegen, ich mache, was mache ich? Du kannst mit Angriffen keinen deiner Diener töten. Ich muss das machen, damit ich jetzt die Chance zum... Wissen. Wobei, tschüss. Ja. Erst Runde hat gekriegt. Ja. Ja, ich habe ja gesagt, eine Runde lasse ich dir. Wenn ich die zweite jetzt auch noch gewinne, Patrick, dann hast du ein Problem, das weißt du, ne? Wenn du die zweite gewinnst, ist Ende. Ja. Also dann los. Ja, wir haben ja Best of 3 gesagt. Ja. Also ich wollte Best of 5, aber das fand die Pussy ein bisschen zu viel. Dachte, man gibt ein bisschen... dickere Folge, aber er hat dann offen. Best of 3. Eigentlich wollte er euch nur ein einziges Spiel liefern. Aber das... Och nein! Mach ich da nicht. Nein, nicht so eine Starthand. Nein. Das Schlimme ist, ich habe für die Kleinmana, Chris... Für nein. Die Kleinmana, Leute, die habe ich richtig gut. Da habe ich richtig gute Karte. Aber ich hab die Late-Game-Karten habe ich schlecht. Ich muss gucken, dass ich ein bisschen mehr Late Game reinpacke. Spielt ein Geheimnis, okay. Muss jetzt. Ja, alles klar, ich weiß, wie ich spiele. Müssen wir den spielen? Frage, ich glaube, ich spiele das. Okay. Spiel den. Okay. Alles klar. Das Geheimnis hat er. Lol. Ja, der macht 2 Schaden. Ja, aber okay. Die Zuschauer wissen, warum ich mich jetzt wundere. Er sagt doch. Oder es hat jetzt. Ach so, es hat jetzt hier. Da ist wichtig, also. Das verrate ich da nicht, aber. Okay. Da ist irgendwas schief gegangen. Okay. Also das, womit ich gepokert habe, hat jetzt nicht funktioniert. Ah, okay. Ich spiel mal so. Die ist böse, die Karte. Meine ich mir nicht. Weil gerade ist ja mein Sport auch gestorben und eigentlich hätte er ja wieder belebt werden müssen. Okay, er macht ein Board clear. Mache ich aber auch aus bestimmten Gründen. Glaube ich mir. Ja, klar. Also ich merke, mein Deck ist noch nicht perfekt ausoptimiert. Nee, kann ich jetzt nicht machen. Da muss ich nur einiges an diesem Deck schmachen. Ansturm, okay. Okay. Spielen wir das?
Boah. Boah, leck mich doch am Sack, ey. ich spiel die und spiel die. Ja, okay, hast du den nochmal? Das ist geil. Den hatte ich nochmal, ja. Gut, aber ich, Es ist nur nicht. Es könnte gerade besser laufen, sagen wir es so. Ich mach's jetzt mal, glaube ich, ein bisschen fies für dich, aber es ist mir eigentlich egal. Weil so geht der nicht drauf. Ein Angriff. Der ist tot. Und ich jetzt nochmal den oben drauf. Den setze ich noch dazu und greif dich an. Das nice. Das war gut gespielt. So. Alter Schwede. Okay. Ich glaube, das ist heute eine kurze Runde. Oh, Freunde, das ist jetzt eine böse Entscheidung. Entweder die oder die. Böse Entscheidung für mich oder für dich? Für mich. Achso. Weil ich jetzt nicht hundertprozentig. Ich habe dir gesagt, mein Deck ist zerstörerisch. Ich spiele so. Okay, er hat das Geheimnis. Ja. Wahrscheinlich hat er bitte. Ah. Okay, das Geheimnis kenne ich jetzt. Kannte ich nicht, sagen wir es so. Ich hoffe, ich habe nur das Richtige getan, ey. Oh Gott, ey, ich habe echt null Glück. Und ein Kriegsgolem, jawohl. Fick mich in den Arsch. Okay, du hast eindeutig viele Geheimnisse in deinem Deck. Es kommt viel Schaden, du haltst hier zwei. Autsch. Komm. Ich brauche jetzt schon einen dicken Überschritt. Ja gut, das ist jetzt nicht der Überschritt, ne? Du brauchst wirklich jetzt einen dicken Überschritt, also. Ach, jawohl! Jawohl! Das ist das, was ich wollte. Oh, ich muss einfach bewusst dafür, für diese Karte brauchst du Gespür. Weil wenn du meinst, die nächste Karte oder der nächste Diener, den du ja ausspielst, wird das Legen auf 1 gesetzt. Hättest du das Gottesschild-Dingen gelegt, wäre das nämlich scheiße für mich gewesen. Ja, oder meine Heldenfähigkeit. Ja. Jetzt mache ich erstmal den hier. Dann bin ich fertig. Verursacht 3 Schaden, zieht eine Karte, ja. Die habe ich rausgenommen, die Karte. Jetzt dann den Spot. Und dann fickt er mich mit 7 Schaden. Okay, ich glaube, ich kriege irgendwas in die Fresse. Heute hat in dem Match. So. Mein Sport kriegst du irgendwie anders, weil sich locker luftig platt. Und dann war's halt für mich. Versuch nochmal auszuspielen hier. Ja, toll, das war's für mich. Na, ah, jetzt shit, leider. Komm hier, Mana-Kristall kriegst du auch noch, dann hol ich den noch hier zu. So, hier. Weg. Weg. Wow! Hearthstone, du bist echt auf meiner Seite. Warte, ich spiele jetzt alles aus, was ich habe. Krasser Angriff. Schade, ich kann mich nicht eigen angreifen. Dann greife ich. Ich greife den an. Ja. Das war eine schnelle Challenge. Ja. Ich hab dir gesagt, mein Deck ist echt hart. Du hast einfach Endgame-Karten. Und ich hab nur First-Game-Karten. Da ist der Fehler bei mir. Später noch schnell dürftig. Ja. GZ.
Na, nice game, aber Patrick, du kannst ja mal, wenn du vorbeikommst, mein Geld, mein Deck abgucken, dann schreibst du die Karten auf, dann machst du das einfach bei dir. Ja, gleich Deck will ich nicht. Schon weil eigenes haben. Also. Ah, ja, da. Freunde, das war eigentlich eine normale Folge. Eigentlich dachte ich, das wird ein bisschen lustiger. Nee, aber ich das ist depressiver. Ja, du hast mich echt zerfickt. Ja. Ich kann euch ja mal zeigen, das mache ich jetzt einfach mal. Meine Sammlung Paladin. Das war mein Deck, ihr seht schon. 1, 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